Kreditkarte. Hallo, ja, hallo. Ja nur Bar. Könnten Sie Ihre Privatgeschäfte vielleicht später erledigen? Ich sollte Ihnen doch hier den Ostermarsch blasen. Ja. Ja. Aber später könnte es zu spät sein. Ja. Ja, stimmt, das war ja den Ostermarsch. So. Da haben wir Sie vorgesehen. So. Alles gut? Ja. Bitte. Liebe Menschen, vor genau 80 Jahren bekamen die Deutschen ein Ermächtigungsgesetz. Damit durften der Adolf und seine Nazis 1000 Jahre machen, was sie wollen. Die Demokratie war also damals richtig im Arsch. Und zwar dort, wo er am dunkelsten ist. Dabei, formal betrachtet, ist alles tipptopp demokratisch gelaufen. Deutsches Zentrum, Bayerische Volkspartei und Deutsche Staatspartei, also gewissermaßen CDU, CSU und FDP, stimmten der Ermächtigung vom Adolf geschlossen und ohne Widerrede zu. Nur die SPD, die gab es damals noch, die stimmte dagegen. Die KPD, die Kommunisten, die sagten gar nichts, weil sie gar nicht dabei waren. Die hatten die Nazis nämlich schon verboten oder ermordet oder beides. Heute ist das alles anders. Die Deutschen mögen keine Clowns und schon gar nicht solche Bösen, wie der Adolf einer war. Unsere Volksvertreter, die würden sich heute nie, niemals wieder entmündigen lassen. Oder sich gar selbst entmündigen. Auch nicht scheibchenweise oder schleichend, so von Zeit zu Zeit, schon gar nicht für einen blöden Bahnhof oder so. Nein, nie, niemals würden unsere Volksvertreter ein Gesetz zulassen, das sie selbst nicht verstünden. Zum Beispiel den ESM. Sie würden doch sofort begreifen, dass solche Dinger niemand demokratisch kontrolliert. Das wäre ja, als würden sie den Markt ermächtigen. Nein, nie würden deutsche Volksvertreter Regierenden gestatten, die Grundrechte einzuschränken, ganz ohne Not, zum Beispiel mit einer Schnüffeldatenbank oder mit Drohnen überall im Land. Niemals würden sie einem Plan zustimmen, die Schwachen vor den Kopf zu stoßen, mit so etwas wie Hartz IV oder eine Mittelschicht kalt zu enteignen. Da können Banken und Lobbys jammern, wie sie wollen. Denn unsere Volksvertreter, die würden wissen, denn sie haben ja aus der Geschichte gelernt, dass es die so Enttäuschten damals waren, die den Adolf gerne wählten. Und deshalb würden unsere Volksvertreter auch den Aufstand proben. Wollte jemand so ein volkswirtschaftlich Unding wie die Schuldenbremse in das Grundrecht schreiben? Denn sie wüssten klar, das nützt den Banken und den Reichen. Und sparen ist nicht sparen, sondern streichen. Und Pragmatismus, Sachzwang, die neue Clownerie. Wir möchten unseren Volksvertretern mit einem Lied danken. Danke, ihr macht das wirklich spitze. Danke, Mensch, ihr seid echt nicht dumm. Danke, denn wer braucht heute schon sowas wie Ermächtigung?